Die Liga ist kein Thema mehr in der Champions League nach dem Ausscheiden von Paris Saint-Germain. Überraschend gegen Manchester United. Kein französisches Team mehr vertreten in der Königsklasse. Aber die Liga ist ein großes Thema für uns, denn wir haben für euch das Marktwert-Update. Und das betrifft natürlich viele Spieler auch von PSG. Allen voran auch Julian Draxler. Der hat seinen Marktwert nämlich nach oben korrigiert. 16,7% geht es rauf auf jetzt 35 Millionen für den 25-jährigen Weltmeister. Er hat 22 Ligue 1-Spiele bestritten, 3 Tore und 6 Assists verbucht. Spielte ja zuletzt viel für den verletzten Neymar und deshalb geht sein Marktwert rauf. Ebenfalls aus der Bundesliga kennen wir noch Juan Bernat. Der ist für 5 Millionen Euro vor der Saison von den Bayern zu PSG gegangen. Der Linksverteidiger hat ja gestern das 1:1 erzielt, hat seinen Marktwert nach oben korrigiert. 25% geht es rauf für den 26-jährigen Spanier. Jetzt 15 Millionen Euro wert. Er ist neu gekommen im Winter. Leandro Paredes, argentinischer Nationalspieler, kam von Zenit St. Petersburg für 40 Millionen Euro. Das ist auch der Grund, hauptsächlich, warum sein Marktwert raufgeht. Von 25 auf jetzt 40 Millionen. Der 24-jährige Argentinier neu im zentralen defensiven Mittelfeld bei PSG. Er ist schon ein bisschen länger da, seit 2012. Kam damals für 12 Millionen Euro, ein Schnäppchen von Delfino Pescara, der italienische Nationalspieler Marco Verratti. Jetzt geht es hoch auf mittlerweile 75 Millionen Euro. Er ein wichtiges Standbein, ein wichtiger Schlüsselspieler für Thomas Tuchel. Nicht nur PSG ist drin im Update und bei den Aufwertungen. Es gibt auch andere Spieler. Interessant, Ismail Assar von Stade Rennes geht 35% rauf auf jetzt 27 Millionen. Der senegalesische Nationalspieler mit 11 Torbeteiligungen der Ligue 1. Durchaus auch ein Thema im europäischen Fußball. Er ist der beste U19-Torjäger in der Ligue 1. Rafael Leao, 19 Jahre alt, vom OSC Lille, verdoppelt seinen Marktwert von 6 auf jetzt 12 Millionen Euro, kam ablösefrei in diesem Sommer von Sporting Lissabon. Da hat Sporting nicht gut aufgepasst. Leao, wichtiger Faktor in der Ligue 1. Er ist ebenfalls Portugiese, so wie Leao, Gelson Martins. Und er ist ausgeliehen seit Januar von Atletico Madrid an AS Monaco und bei den Monegassen funktioniert er wieder. 5 Spiele, 3 Tore, ein Assist für den 23-jährigen Portugiesen, der sich dort wohlfühlt in Monaco und dem Vernehmen nach auch gerne bleibt. Monaco sondiert in Gesprächen mit Atletico Madrid die mögliche Festverpflichtung. Und dann geht es richtig gut rauf für den Linksverteidiger Ferland Mendy. Der ist bei Olympique Lyon unter Vertrag und hat seinen Marktwert von 12 Millionen jetzt auf sagenhafte 30 Millionen nach oben korrigiert, ist auch mittlerweile schon französischer Nationalspieler, hat 2 Tore in 24 Ligue 1-Spielen erzielt. PSG und Barca sollen an ihm dran sein. Viele Spieler mit Marktwerterhöhungen, die sich verbessert haben. Es gibt natürlich auch definitiv einige, die ihren Marktwert verschlechtert haben. Allen voran Adrien Rabiot, einer der heißesten Spieler in Sachen Transfers für diesen Sommer. Aber so ein bisschen hat er sich verkalkuliert, hat ja seinen Vertrag bei PSG nicht verlängert, bewusst nicht. Und deshalb ist er jetzt in die zweite Mannschaft verbannt worden. Sein letztes Spiel war im Dezember 2018 und sein Marktwert geht runter um 30% von 50 auf 35 Millionen Euro. Ebenfalls runter geht es für seinen Teamkameraden Edinson Cavani, der 32-jährige uruguayische Nationalspieler. Eben aufgrund des Alters vielleicht ein bisschen abgewertet, aber auch mit Verletzungsproblemen in dieser Saison. Und man muss sagen, aufgrund der Stars Mbappé und Neymar definitiv im Moment eigentlich nur noch die Nummer 3 bei PSG. Also dafür 9,1% weniger im Marktwert. Er ist gewechselt nach Frankreich. Sein letzter Marktwert war vorher noch bei Chelsea. Die Rede ist von Cesc Fabregas, der 32-jährige zentrale Mittelfeldspieler. War bei Chelsea noch 25 Millionen Euro wert. Jetzt ist er bei 20 Millionen angelangt nach 8 Spielen in der Ligue 1. In der Premier League ist er nur 6-mal zum Einsatz gekommen für Chelsea. Und ein Niederländer, den haben wir dann auch noch, Kevin Strootman, 29 Jahre alt, kam im Sommer vom AS Rom zur Olympique Marseille. Er geht runter von 25 Millionen Euro, beim AS Rom war sogar 28 Millionen Euro wert, jetzt auf 20 Millionen seine Bilanz, 19 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen, ein bisschen dürftig für den Tabellenvierten der Liga. Und wenn ihr unsere letzten beiden Sendungen die letzten 2 Tage verfolgt habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Wir haben die Aufwertungen gesehen und da kann man wunderbare kleine statistische Spielereien mitmachen.
Das ist sie, die Elf, die positionsbezogen die größten Marktwertsprünge gemacht hat. Anthony Lopez, der Torwart von Olympique Lyon, geht hoch auf 25 Millionen Euro. Erst 30 Gegentore in 25 Spielen. Die Abwehr mit Mondi von Lyon, Camara von Olympique Marseille, Badiachil von Monaco und Youssef Attal, der ist von Nizza, auch 4 Millionen hochgegangen. Dann größere Sprünge gibt es unter anderem bei Leandro Paredes. Der ist von Zenit St. Petersburg ja gewechselt zu PSG, geht 15 Millionen hoch. Maxim Lopez plus 7. Verratti mit 75 Millionen da, der Topmann, 5 Millionen Euro rauf für den italienischen Nationalspieler. Und vorne im Sturm natürlich spannend Ismaila Sarr von Stade Rennes, jetzt bei 27 Millionen Euro, 7 Millionen Zuwachs, hat in dieser Saison 18 Torbeteiligungen in 36 Spielen. Dann Gelson Martins fühlt sich bei AS Monaco richtig wohl, ist ja geliehen von Atletico Madrid. Und Rafael Leao ist der Top-U20-Torschütze der Ligue 1. Demnach geht es auch für ihn 6 Millionen rauf. Der Gesamtmarktwert dieser 11, 285 Millionen Euro. Der Marktwertzuwachs dieser 11 Spieler, 85 Millionen Euro. Das sind sie also, die Top-11-Marktwertzuwachsler in der Ligue 1.